Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich heute mal wieder aus meinem Büro. Ich habe bis vorhin die ganze Zeit meine E-Mails bearbeitet und so ein bisschen Office-Kram erledigt, zu welchen ich die Tage leider nicht so gekommen bin. Und es ist auch vorhin ein Paket angekommen und zwar, schaut mal, ich habe nämlich hier 3 Fotobücher bei Popsa bestellt. Das war nämlich mal wieder bitter nötig. Ich habe das nämlich nicht so gerne, wenn Bilder nur digital herumliegen, irgendwie am Computer oder auf irgendeiner Festplatte. Und deswegen habe ich bei Popsa 3 Fotobücher bestellt. Schaut euch mal an, Luisas erstes Jahr. Die Luisa war die Einzige, die bisher noch kein Fotobuch von ihrem ersten Jahr hatte. Die anderen haben natürlich schon eins, habe ich schon eins gemacht. Aber bei Luisa bin ich noch gar nicht dazu gekommen. Und dann habe ich auch noch unser Jahr 2019. Ich habe das aufgestückelt in 2 Jahre, erstes halbe Jahr und zweites halbe Jahr, weil es sich sonst nicht ausgegangen wäre. Und ich sag's euch, ich bin mega, mega begeistert, wie schnell ich das auch gemacht habe. Und zwar mit der Popsa-App, die werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Da setze ich euch einen Link rein, da könnt ihr den anklicken, dann kommt ihr direkt zur Popsa-App. Ich habe das für mein iPhone, aber das gibt es natürlich auch für Android. Und es ist einfach super easy. Ihr könnt mit den ganzen Bildern, die ihr am Handy habt, euch ganz schnell in einfachen Schritten ein richtig schönes Fotobuch zusammenstellen, die wirklich auch gar nicht viel kosten. Und trotzdem habe ich für euch einen 30% Gutscheincode, also den könnt ihr einreichen, wenn ihr das möchtet, und zwar mit Diana D. Das werde ich euch nochmal hier reinschreiben und auch unten in der Infobox. Also könnt ihr auf euer erstes Fotobuch 30% sparen, was mega viel ist. Und ja, ich zeige euch mal, was ich Schönes zusammengestellt habe. Wie ich euch ja schon gesagt habe, ist es mir wichtig, dass die Kinder so ihr eigenes Fotobuch haben, weil ich finde, das ist immer schön zum Durchblättern, weil eigentlich, wenn die Bilder am Computer oder wie gesagt auf einer Festplatte herumlungern, dann schaut man die sich nicht so wirklich an. Und ja, schaut mal, ich habe Luisas erstes Jahr zusammengestellt, habe angefangen mit einem schwangeren Bild von mir und dann die Geburt und dann noch Krankenhausbilder. Oh, die Zeit vergeht so schnell, das ist ein Wahnsinn. Und ja, habe einfach die schönsten Erinnerungen zusammen hier mit ihren Schwestern, mit dem Papi. Und natürlich gibt es da auch Fotos mit Mama und ja, so wir als ganze Familie oder Patrick auch hier. Patrick Kunucci, oh, das ist so süß. Ich habe hier dieses zum Beispiel so gestaltet, dass ich uns hier das Bild ausgewählt habe und dann hier unsere Familie geschrieben habe, 2019. Oder hier habe ich das dann so gewählt. Also das kann man machen, wie man möchte. Das zum Beispiel, die sind gleich. Und ja, da ist einfach unser Jahr 2019 drin. Das kann ich auch noch ein bisschen mit euch durchstöbern. Das war nämlich auch ein besonders schönes Jahr. So ein paar Bilder, die ihr vielleicht von Instagram auch kennt. Das hier oder ja, das hier. Da war ich mit der Luisa im Krankenhaus. Puh. Also, ja, was soll ich sagen? Erinnerungen, die irgendwie auch dazugehören, auch wenn sie mal traurig sind. Da tröstet die Luisa die Lara. Da waren wir auf der Glowcon, arbeiten mit Luisa, während sie schläft. Auf mir natürlich, wie immer. Knuddeln mit meinen Mädels und ja, mit Papa. Geburtstage von den Kindern, was natürlich alles so war. Was natürlich bei uns auch nicht fehlen darf, sind natürlich unsere Tiere, ganz, ganz wichtig, die nehmen bei uns in unserem Leben einen ganz großen Stellenwert. Deswegen müssen natürlich auch Rapiv ganz groß drauf. Und wir haben natürlich auch mit Sophie Bilder. Mal gucken hier. Sophie und Papa und wir als Familie. Ja, also einfach so Erinnerungen, die schön waren. Die habe ich jetzt alle auf meinem Handy gehabt und es war einfach so schade. Es ist wieder so schade, man hat die. Ich habe auf meinem iPhone 10.000 Bilder und wenn ich ganz ehrlich bin, schaue ich mir die nie jetzt alle so an. Nur wenn ich mal irgendwo ein Foto suche oder so. Aber mit sowas hat man wirklich eine Erinnerung. Man kann da drin herumstöbern, man kann mit den Kindern zusammenschauen und ich finde, das ist einfach wirklich wunderschön. Ja, also nicht vergessen, falls ihr auch ein Fotobuch haben wollt, dann schaut euch unbedingt den Link an, den ich euch unten in die Infobox reinsetze. Die Popsa-App, die ist natürlich kostenfrei, die App logischerweise. Und die Fotobücher kosten echt nicht viel. Und es hat wirklich eine schöne Qualität. Hardcover.
Und die Bilder sind drinnen, also wirklich, wirklich wunderschön hochwertig. Die Blätter sind so hochglanz. Also wirklich schön. Ich werde jetzt ein bisschen rausgehen zu meiner Family, weil die sind jetzt alle rausgegangen. Die Michelle hat heute einen Besuch da, also ein Mädel da, die bei ihr heute übernachten wird. Mal schauen, wie ich dann so vlogge, dass sie halt nicht drauf ist, logischerweise. Deswegen gehe ich jetzt in den Garten, weil der Papa ist mit den zwei kleinen Mäusen rausgegangen. Die spielen ein bisschen draußen. Die Kinder sind jetzt wieder im Haus, weil es hat zum Regnen begonnen. Deswegen haben die Kinder sich dazu entschieden. Was ist denn? Zu malen? Das macht ja nichts, das kann man eh wegwaschen. Sicher. Und die Kinder malen jetzt ein bisschen. Lara, du malst das andere Buch. Was ist denn? Ja, nimm das. Ich habe mal, was ich gemalt habe. Achso, du schaust mal, welches. Also ich soll auch malen? Alles klar. Ich habe mir auch solche. Gleich, Schatzi, gleich. Ich habe mir auch solche Shrimps gemacht. Und bin gespannt, ob die gut schmecken. Oh no! Oh, wer war das? Die Kinder streiten permanent um die Stifte, deswegen habe ich jetzt wieder wow, die Aquadoodles gegeben. Und Lara, malst du deine Fee? Das kann man sogar ausradieren, hast du das gewusst? Wow, ja, einfach rubbeln. Und ich habe diese Shrimp-Dinger da den Hunden gegeben, weil mir das nicht geschmeckt hat. Und der Baba macht Pommes für die Family, aber ich kann keine essen, weil ich vertrage keine Kartoffeln und bin ein bisschen verzweifelt, weil ich nicht weiß, was ich essen kann. Kühlschrank ist auch nur... Vielleicht mache ich mir Ravioli. Wollt ihr dann Ravioli? Aber isst du dann Ravioli, wenn es mir nicht... Ravioli, ne? Ravioli? Ravioli mit Käse und Spinat. Seitdem ich schwanger bin, kann ich nämlich nicht wirklich mein Essen vorausplanen, weil es ist so, ich habe jetzt zum Beispiel ein Gusto, etwas zu essen, kaufe mir das im Geschäft und am nächsten Tag, da denke ich mir so, wieso habe ich das gekauft? Das kann ich doch nicht essen, das ist so ekelhaft. Ja, und so geht es mir halt. Und dann kaufe ich Sachen und dann schimpft der Papa mit mir, weil die sonst keiner isst. Aber ja, ich habe jetzt übrigens die Käse-Raviolis zurückgestellt und habe mir die Würstchen rausgeholt. Papa, isst du es dann auch, wenn es mir nicht schmeckt? Nein. Normalerweise ist der Papa immer unser Restl-Esser oder der Patrick früher, aber der Patrick isst ja jetzt kein Fleisch mehr, deswegen habe ich ein Problem. Neuer Versuch, neues Menü. Magst du auch ein bisschen? Magst du auch? Verstehe ich nicht. Magst du ein bisschen Würstchen? Der Papa macht hinten Pommes. Da. Ich glaube, das ist heiß. Ja? Würstchen geht. Ja. Besser wie diese Shrimps. Papa ist ein Affe. Ich muss jetzt mein Würstchen essen, weil danach, ach du, oder was, ich muss ja Pommes essen, oder? Die Emmy kriegt kein Würstchen. Inzwischen haben die Mäuse auch was zum Essen. Selbstgemachte Pommes von Papa. Wow! Mit Ketchup. Lara. Und der Patrick. Die Michelle mag nur nicht mitessen. Die schließt dann später mit ihrer Freundin. So, meine Lieben. Wir sind jetzt, also ich bin aber noch alleine im Auto. Der Patrick kommt gleich. Ich fahre jetzt nämlich zur Fahrschule. Der Patrick hat heute den letzten Tag Fahrschule. Also, wo er nur quasi im Theorieunterricht sitzt. Und
Am Montag hat er seine erste Fahrstunde. Voll krass. Also er hat 4 Stunden. Ja. Ah, ich sag's euch. Mir ist immer ein bisschen flau im Magen. Immer nachdem ich was gegessen habe. Oh, das ist voll. Deswegen habe ich mir jetzt was Süßes mitgenommen, was ich jetzt am Weg naschen kann. Wo bleibt er denn, der Patrick? Sonst macht er immer vollen Stress, dass wir zu spät kommen. Ah, der kommt von da unten. Wir sind nicht gut in der Zeit, oder? Ja. So, meine Lieben, ich melde mich dann später. Ich habe den Patrick schon hergefahren, vor circa 10 Minuten oder so. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit eine Story gepostet. Und also eine Werbestory muss ich immer ein bisschen vorher drehen. Und deswegen... ja, muss ich mal warten, ob es okay und so weiter. Und dann habe ich jetzt mein Video angeschaut, die Kommentare. Und ich habe mir was überlegt, weil ihr seid ja immer so der Wahnsinn. Es gibt ja immer Leute, die sich immer so freuen, ob sie Erster sind oder nicht Erster. Ich weiß, viele finden das immer so lächerlich, aber ich kann es verstehen. Und ich habe mir gedacht, dass ich sowas einführen werde, dass ich die ersten drei, also immer die ersten drei, die einen Kommentar schreiben, dass die in meinen Videos, in meinen Vlogs einfach dann aufscheinen. Also ich würde es gleich vielleicht sogar im heutigen einbauen, dass es halt immer so gestaffelt ist. Also vom letzten Video, die ersten drei waren, und weil ich finde, sowas muss man auch irgendwie belohnen, weil ihr schaut so fleißig unsere Videos und das ist immer so... Ja, das freut mich und deswegen habe ich mir gedacht, dann gebe ich euch was Kleines zurück, weil ich glaube, die meisten, die halt immer Erster oder so schreiben oder ich bin jetzt der 9. oder die 9., die das Video anschaut, ihr freut euch dann. Ich hoffe, dass euch das freut. Für mich ist es eine kleine zusätzliche Arbeit beim Schnitt, aber keine große Sache. Und ja, deswegen werden wir das einführen. Wir sind jetzt soeben nach Hause gekommen, der Patrick und ich, und der Papa hat sich jetzt ready gemacht, der läuft jetzt. Vor uns da vorne, oder was? Was ist los mit dir, Papa? Sporty Papa? Willst du mich sehen? Ich bin in ein paar Monate. Was? Mr. Papa. Ah, jetzt bist du nur Papa. Ich bin nur der Papa. Jetzt muss ich mir jetzt anschauen, wie das ausschaut, wie du läufst. Also. Du musst dich schon vorwärmen. Du musst dich aufwärmen. Das ist wichtig für die Muskeln. Wieso? Wie viele Handys hast du denn dabei? Zu viel Gewicht. Dann schreib mir über Instagram, also hast du kein WLAN. Ich hab kein Internet. Mist. Kannst du nicht da Musik hören? Ich hab kein Internet mehr. Okay, ja. Du musst dich aber vorher aufwärmen ein bisschen, gell? Ich mein's ernst. Das so geht aufwärmen nicht. Warte, ich muss meine Hose richtig zubinden, weil sonst... Verlierst du sie. Mit so einem großen Arsch verliere ich die Hose. Aha. Wie wärmst du dich auf? Du musst dich ein bisschen dehnen. Mach ich mal. Komm mal, du bist ein Sportler, du weißt, wie man sich aufwärmt. So? was soll das für Aufwärmen? Ja, der Papa ist richtig sporty. Sporty Papa, so können wir ihn nennen. Okay, Papa, shake your booty. Shake your booty. Dann viel Spaß. Es regnet aber, gell? Ja, bis morgen. Was? Komm morgen wieder. Schatzi, aber lauf nicht weit. Bleibst du im Ort? Ich laufe von euch weg. Schatzi. Wenn nicht, dass dir was passiert, kriegst du ein Kram. Das ist einmal dein Handy dabei. Das kann mir passieren, Mama. Ich bin der fünffache Papa. Ja, super. Tschüss. Tschüss. Schaut ihn euch an. Naja. Wenn es ihm Spaß macht, ne? Also, nee, wenn es ihm Spaß macht, dann soll er. Aber, okay. So, wer will eine Banane? Leder von Banane! Leder von Banani! Habt ihr schon was gegessen? Ja, ich komme zum Kinder. Alles klar. Nur Fernseher anmachen, Babi. Schauen wir was zusammen. Banane. Du kriegst auch eine Banane. Banane. Bitte schön. Was? Was denn? Banane. Dann nimm. Was ist Dark Tourist? Bullshit. Also. Mörder könnten wir schauen, das ist spannend, das ist schon mal gesehen.
Die Kinder sind so richtig gut überdreht. Der Papa ist wieder da. Ich habe nichts verstanden von dieser Serie. Nichts. Habt ihr Spaß? Ja. Super, bitte tobt euch aus, damit ihr in der Nacht gut schläft. So, meine Lieben, ich sag's euch jedes Mal, wenn ich geschminkt bin. Oh, meine, nicht schrecken. Was hängt da? Badeanzug. Also jedes Mal, wenn ich mich geschminkt habe in der Früh, freue ich mich ja, dann fühle ich mich ein bisschen fresher. Und dann am Abend bin ich dann immer so, wieso habe ich mich heute geschminkt? Weil ich bin dann immer ziemlich faul, mich abzuschminken. Aber ich bin so ein Mensch, der sich trotzdem, auch wenn er richtig faul ist, abschminkt, weil ich finde, das ist so eklig, wenn man mit Make-up einschläft. Deswegen werde ich mich jetzt schnell abschminken und mich vom Vlog verabschieden. Ich habe nämlich nur mehr 1% Akku. Ich wollte euch aber noch einen kleinen Reminder geben. Und zwar mit Diana D. könnt ihr 30% sparen, falls ihr auch so ein tolles Popsa-Fotobuch haben wollt. Nicht vergessen, unten in der Infobox steht nochmal alles, auch der Link zur App direkt. Und ja, falls ihr auch euch so ein cooles Fotobuch zusammenstellen wollt, dann nutzt meinen Code DianaD und spart 30%. Und ja, ich werde jetzt hier aufhören, weil mein Akku blinkt schon die ganze Zeit. Und ja, vielen Dank fürs Zusammen, meine Lieben. Wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss!